In unserem heutigen Video zeigen wir euch unseren Reisetipp, die Stadt Toledo in La Mancha. Und wir stellen euch einen stadtnahen Campingplatz vor, der heißt El Greco. Aber zunächst unser Intro. Bleibt dran! Hallo! Hallo! Ich bin Ralf. Und ich bin Rosa. Und zusammen? Zusammen sind wir Talkwomi. Toledo ist eine Stadt in La Mancha, mitten in Spanien. Sie ist eine alte Stadt, die auf einem Hügel liegt und war auch einmal die Hauptstadt von Spanien. Uns selber hat die Stadt sehr gut gefallen. Sie hat sehr viele mittelalterliche Bauwerke. Aber seht selber, wir haben einen kleinen Zusammenschnitt für euch gemacht. Hier eine typische Süßigkeit, der Turron. Das ist weißer Nougat, ist hauptsächlich Honig und Nüsse und Eiweiß. Wird dann so eine Masse draus gemacht, gibt unterschiedliche Geschmacksrichtungen, aber das ist so der typische. Und hier duftet es sehr gut. Kommt mal mit rein. Riechen könnt ihr leider nicht. Und die werden viel in dieser rechteckigen Form verkauft, aber auch in so einer Tortenform. Sehr, sehr lecker. So, und jetzt probiere ich auch mal was. Deste? Muchas gracias. Lecker.
In Toledo haben wir uns dann einen Campingplatz gesucht, in diesem Fall einen relativ kleinen Campingplatz namens El Greco. El Greco liegt so am Fuße der Stadt, circa 2-2,5 Kilometer entfernt vom Zentrum. Ein kleiner Campingplatz, wie gesagt, aber wie wir fanden, ein recht anständiger Campingplatz. Eine sehr, sehr schöne Zufahrt, überschaubar, klein, Parzellen relativ groß. Das seht ihr auch gleich nochmal im Video. Und jetzt in der Nebensaison war der Platz eigentlich auch relativ leer. Die Zufahrt zum Campingplatz ist sehr schön. In der Vorsaison ist eine Reservierung nicht nötig. Vor der Rezeption ist ein großer Parkplatz. Das heißt, man kann ganz entspannt einchecken. Ja, und hier sieht man mal die Tarife des Campingplatzes. Wir haben in der Vorsaison jetzt für 2 Nächte 48 Euro ohne Strom bezahlt. Strom würde nochmal 6 Euro am Tag kosten. Hier sieht man jetzt mal die Zufahrt zum Campingplatz. Alles schön breit angelegt. Auch die Parzellen sind recht groß und großzügig. Also auch für größere Wohnmobile müsste das gut zu erreichen sein. Auf unserer Parzelle war es so, dass wir keinen Wasseranschluss hatten. Und wie gesagt, den Strom haben wir über Selbstversorgung, sprich über Solaranlage, dann haben wir uns damit versorgt. Ja, hier sieht man jetzt die Zufahrt zu unserer Parzelle. Hier Miele auf unserer Parzelle. Wir hatten keinen Wasseranschluss auf der Parzelle. Und auf dem Campingplatz gibt es die Möglichkeit, das Grauwasser an einer separaten Stelle zu entsorgen. Hier nochmal ein Blick über den Campingplatz. Auf der rechten Seite die Sanitärgebäude. Die Sanitärgebäude sind zwar schon etwas älter, aber ordentlich und sauber. Die Duschen auch gut nutzbar. Und hier ein Blick dann auf die Waschbecken als Gemeinschaftsbecken ausgelegt. Das ist nochmal das Sanitärgebäude von außen. Hier ist die Spülküche. Hier gibt es zwei Waschmaschinen, zwei Trockner. Die Preise sind 5,50 Euro für die Waschmaschinen und 3,50 Euro für den Trockner. Insgesamt ist das ein sehr ruhiger Campingplatz gewesen in der Vorsaison. Wir haben allerdings gehört, dass es teilweise am Wochenende und auch nachts wegen einer etwas näher liegenden Diskothek lauter werden kann. Hier ein Blick auf das Restaurant. Und hier der Swimmingpool, der wird im Juni bis September ist der geöffnet. Und last but not least ein wunderschöner Ausblick auf die Stadt Toledo vom Restaurant aus. Wir hoffen, euch hat unser kleines Video gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss, ihr Lieben.